Was suchen Sie denn hier? Sie müssten doch in der Vorlesung sein. Ich wollte mir nur kurz die Beine vertreten. Dann vertreten Sie sie zurück in den Hörsaal. Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Na los, hoppidi hopp. Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Rufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich. Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht! Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden, denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Bietet er Folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenboot teilen? Ja, wir können es haben. Mir ist der Appetit vergangen. Danke, Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. Er ist romantisch, ein Ninja und er kann kochen. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich! In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Hey, ich habe das Gerüst gefunden. Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. An irgendjemanden erinnert es mich. An meinen Steuerberater? Komm, Muschi, 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 Muschi. Stur wie ein Stoppschild. Solche Zeitreise-Experimente mache ich schon seit Jahren. Ich finde immer noch Reste davon unterm Sofa. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Was ist denn jetzt los? Ich! Stereo-Monokel? Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Nordbird, das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit wie im Fluge. Nur nenne meinen Namen. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, Unterbisswaldführer. Ihr Name ist Hildebrand. Ihre Eltern waren Witzbolde, was? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfehler. Na und? Soll ich mir das jetzt merken, oder was? Schule ist aus. Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wollen nie etwas, was auch andere erleben können. No. Schade. Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser, ihr gewöhnt euch dran.
Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha! Ausmerzen! Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Fantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? Ein Warnschild für Vögel? Wer denkt sich denn so einen Unsinn aus? Vögel brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei! Ja, und wenn Sie mit Ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie haben das Recht dazu. Sie sind hübsch. Sie sind bunt. Und was noch wichtiger ist, Sie sind kein Teil von irgendeinem dämlichen Mosaikpuzzle. Das ist keine Pfeife? Da hat der Künstler ja mal richtig daneben gelangt. Haha, es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht hinters Licht führen. Wenigstens scheint sich sein Hutmodegeschmack allmählich zu verbessern. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer, haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. Haben Sie in letzter Zeit mal einen Blick in den Spiegel geworfen? Wieso? Hängt meine Krawatte wieder schief? So wie ich das sehe, hängt hier deutlich mehr schief als nur Ihre Krawatte. Herrje, Sie haben recht! Meine Anstecknadel vom Orden der Verdrängungstaktiker ist ja ganz verbogen. Was ist das, der Orden der Verdrängungstaktiker? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich wittere einen weiteren Schlüsselmoment. Persönlich bevorzuge ich ja diese Scheibe einwerfen und Klinke runterdrücken Momente. Aber man kann sich sowas nicht immer aussuchen. Finger weg! Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor. Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Ah, meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wow! Ganz schön kräftig, der Tabak. Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. So, lololololololo, guck, guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Und mit Frauen, natürlich. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Hehehehe.
Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? klar. Yippie!